immer so nah aus. Die Strahle sehen meistens immer so nah aus und dann auf einmal. Ups! War doch ein bisschen weit. Ich werde mal beginnen, mein Food zu craften. Dein Wasserding? Mein Food werde ich craften. Boah, in real. Bist du denn schon Level 65? Ja, ich versuche beim Fliegen gerade eine Schokoladentafel aufzumachen. Geschafft. Voll easy. So, was gibt es denn heute? Oh. Hallo. Hier ist keine Landerlaubnis. Ups. Ich wollte das gar nicht machen. Warte mal kurz. Hast gut gemacht. Wie du wieder aussiehst, Löcher in der Nase. Was singst du da? Was für Löcher in den Nasen? Nix. Bürstchen. Oh nein, es ist runtergefallen. Der Hund darf es holen. Ich hab genau gesehen, wo das hingefallen ist. Dachte noch, guckst du hinterher? Nein, der Hund hat es schon lange gecheckt. Der hat noch ganz andere Sachen gefunden hier. Das ist prima. Warum geht eigentlich... Es gibt ein Sleeping Bag. Der wiegt 30 und ich habe einen Sleeping Bag, der wiegt 20. Das sind zwei verschiedene also. Ja, in dem End schläft noch jemand. Oh mein Gott. Ja, wie ist das eigentlich bei euch mit Hunden? Mögt ihr Hunde oder esst ihr die lieber? Also meine Dinosaurier essen die. Nee, ich meine jetzt so Italien, Sizilien. Ich weiß schon, was du meintest. Und dein? Wir essen nur Menschen. Aber ihr hat da auch jeder mal so einen Hund? Also mancher so? Bestimmt nicht jeder, aber... Es ist tierfreundlicher geworden. Aber ja. Auf Sizilien. Also ich kann nicht für die Italiener sprechen, aber für die Italiener ist alles hier so ein bisschen wie Deutschland auch. Norden. Der Norden ist Norden Italiens. Sizilien ist ein bisschen anders. Okay. Ist ja das Gleiche. Die Bayern sind ja auch anders. Na ja, zu ihren Hunden. Die Bayern essen ja auch Hunde. Ja, bestimmt, Granadiner. Aber nur weil die Alkohol im Blut haben angeblich. Ja, mei. Da beißen wir mal rein. Die liegen hier, geil. Ihr müsst euch das mal angucken. Die liegen hier bewusstlos gegenüber, die zwei Schildkröten, und lieben sich. Überall beide Herzen sind über auf dem Kopf. Das ist schön. Das ist die Also theoretisch haben sie da einen Boost und dann dürfte vielleicht auch das Zim schneller gehen, ne? Meinst du? Die Herzen sind ein Boost. Seht da. Also sie leveln auch schneller, wenn die geherzt sind. Okay. Dass es ziemlich schneller geht, wäre natürlich echt eine Frechheit. Ja, gegen alle Rechte von Tieren. Wieso gerade am Braten? Kann ich die ja dann benutzen.
Aber das ist so typisch menschlich. Fange ich einen, kann ich die anderen auch alle fangen. Und die lassen sich noch besser fangen, wenn ich den einen habe. Aber soll ich sagen, immer wenn ich online komme, ist irgendein Tier gezähmt. Oder ist gerade, wird gerade gezähmt. Naja. Und weil das Tier so schön aussieht, weil müssen wir nochmal sechs. Sind, weil wir tierlieb sind. Ja. Und weil das Tier da so schön aussieht, müssen wir nochmal 6 weitere haben. Und 12. Und 18. So was von mit den Vögeln. Ich habe jetzt. Ich sag gar nicht, wie viele Vögel ich habe. Ja. Sag's nicht. Du vögelst gerne, oder? Aber es war einfach, ich sehe den innen wegfliegen. Ich denke, nein, rot mit schwarzen Flügeln. Zack, Betäubungsfall rein. Hab ich recht, du vögelst gerne, oder? Ja. Ich bin gut. Im Vögeln. Mit bitte Markvögeln. Ich kann jetzt wieder das Let's Play wieder ab 18 machen oder so. Ab 36. Das geht ja so auch nicht, was du gerade machst. Was denn? Ich will auf die Uhr gucken mit deinem. Mit deiner Konversation. Das mit der Uhrzeit ist ja nicht so schlimm. Alter, das wären aber Bratkartoffeln. Wollte ich nicht gestern schon welche machen? Ja, nicht Pellkartoffeln. Zum Glück habe ich hier so einen Pop-Up-Schutz an meinem Mikrofon, damit meine ganze Spucke vom Lachen nicht immer durch die Gegend fliegt. Wieso? Was ist denn? Gestern Kartoffeln, heute Kartoffeln, du bist wohl der Deutsche. Kartoffelmann. Ja, Junge, ich hatte seit Jahren nur Nudeln. Das sind bestimmt seit 3 Jahren die ersten Kartoffeln, die ich mir gekocht habe. Echt wahr. Und auch nur, weil ich gestern geil auf Pellkartoffeln war. Also weil die Idee mal wieder ins Gehirn kam. Also irgendwie ist das ein bisschen hart jetzt hier. Ich koche hier und wahrscheinlich sterbe ich hier nebenbei. Ist auch schon hell. Ich kann ja den nur mal angreifen. Gestern war er geil auf Pellkartoffeln. Gestern war er geil auf Kartoffeln. Und heute ist er gut zu Vögeln. Ja. So. Boah. Also der Stegosaurus geht mir mal voll auf die Eier. Jetzt komm mit hier. Das scheiß Ding kann man ja gar nicht reiten. Los, komm mit. Du lahme Schnecke, was er ist. Ich muss doch meine Schildkröten gucken. Meine rote Schildkröte. Oder fast rote. So, jetzt machen wir das Ganze runter. Und jetzt greife ich den Pronto an mit 3 Vögeln, würde ich sagen. Ja, das machen wir. Der Günther macht einen Anfang. Günther! Los! Und schon ist er gestartet. Was geil am Stegosaurus ist, also der von Grave hier, du sagst dem, der soll laufen, rennen? Ja. Oh, der hat mich geschlagen. Und das macht er dann irgendwie auch, aber man merkt es nicht. Was? Jo Olaf ist... tot? Ja, ja. Was ist denn das? Wo kommt der her? Ach, das war bloß ein Dodo. Ja, aber wo kam der denn bitte her? Mein Dodo. Ach, der hieß der auch stand Olaf? Unter, ja, der stand unter dem Konto. Da habe ich jetzt nicht drauf geachtet, Dodos, naja. Und? Wir haben übrigens zwei Delfine schon im Becken. Ich weiß nicht, ob das schon eben schon 2 waren. Meine Vögel jetzt alle. Jetzt habe ich das Problem. Wer weiß, wo meine Vögel sind. Mallory sitzt dort. Conny sitzt da. Miki hat gar nicht mitgemacht, dieses Arschloch. Oh, was macht ihr? Ein Dodo ist gestorben. Ja, das ist nicht schön, aber... Ich weiß nicht, hat das was auch mit dem Level zu tun, was sie... Meine Kompostkiste kaputt gemacht. Der Vogel. Ja, leg dich nicht mit dem Kerl an, da mit den Dingens. Ja, der stand auf meinem Haus. Was? Oh. Die ganze Zeit rumgetrampelt wie ein Dummer. Ja, alles
kaputt gemacht, die ganze Zeit bebt hier die Erde, das geht so nicht. Aber wo bist du denn? Bist du auf der Steininsel oder wo? Ja. Ah. Oh, hier ist ein grüner Delfin. Der passt auch voll zu mir. Guckt's euch an. Grün, der verfolgt doch gerade. Er ist voller Moos. Ohne Moos nichts los. Ich sammle mal ein paar Steine wieder. Aber ich habe bisher... Ups, was für ein Mega-Lag hier. Ja, hatte ich auch gerade. Ich habe bisher aber nur ein Alpha Raptor gesehen. Gibt es auch andere Alpha? Keine Ahnung. Ihr habt aber auch nur Raptoren gesehen, oder? Ja, so viele haben wir auch noch nicht gesehen. Erstmal faule Bären. Okay, alle Tiere da, nur der eine Dodo ist gestorben, das ist doch super. Da ist er doch zufrieden. Wie ist das eigentlich mit dem Dodos? Das verstehe ich nicht so ganz genau. Wenn die jetzt Level 50 sind oder sowas, was machen die denn? 10 Eier mehr oder was? Keine Ahnung. Oder sind die einfach nur Level ab? Level Dodos eigentlich nie. Guck dir nicht mal an. Ich geb dir nur Essen. Wenn da ab und zu mein Ei drunter liegt, bin ich zufrieden. Wenn nicht, kommen sie in den Kochtopf. Also mir gefallen hier die Delfine im Wasser. Das macht richtig Spaß, denen zuzugucken. Außerdem, wenn sie natürlich über dem Wasser fliegen. Ja, witzig, wenn der Hai dann auch mal ein bisschen zuguckt. So, Schnecko. Da ist dein Essen. Und nach meinem Gieren. Wie du wieder aussiehst. Löcher in der Nase. Was sind das schon wieder? Das kenn ich, das Lied. Ja, das ist eigentlich Löcher in der Hose, aber ich singe immer Löcher in der Nase. Ja, hast du aber auch recht. Weil da gehören die nämlich auch hin. Wenn die Löcher in der Nase an der richtigen Stelle sind, ist das alles okay. Günther abgestaubt hat hier. Prime Meat, yes man. Studie macht Günther. Ich habe einen fliegenden Delfin bei mir. Ja, zähm. Ein fliegender Delfin meinst du? Ja. Also wenn ich wüsste, wie das mit dem Zähm hier bei den Delfinen geht, dann hätte ich das vielleicht mal eben in Angriff genommen. Ja, wie das geht, ich kann dir sagen, wie das geht. Das ist anstrengend, geht das. Wie denn? Na, du musst dahin, gleich auf die letzte Taste, und wenn er kommt, musst du E drücken. Ach was. Ja. Und wie lange geht das dann? 2 Stunden lang? Drückst du dann immer E, wenn er kommt, oder was? Ja. Ja. Nee, ist klar. Wirklich sehr anstrengend. Aber der ist bestimmt auch speziell, weil er ziemlich schnell ist, ne? Ich weiß nicht, ob der schnell ist. Also Delfine sind ja eigentlich schnell. Das ist ja, denke ich mal, ein Delfin. Delfine sind ja schneller als Haie. Keine Ahnung, ob das im Spiel so geregelt wurde. Mein Hai ist schneller! Das ist aber auch wirklich ein Miststück. Das ist gut, das Schwimmen ist schon total genial. Ja, der geht voll ab, das Gerät. Der Gerät. Der Fischgerät. Ah, Mann, hier kriegt man die. Ich kann nicht aufhören zu laufen und nicht sammeln und noch Schokolade jetzt hier aus meiner Verpackung raus. Schokoladisieren. Ah, Mann, die kriegt man nicht raus. Was ist denn hier? Die Schokoladenhersteller müssen sich da was einfallen lassen. Ui, ich bin fast aus dem Mund gefallen, ich sag's dir, ist das so.
Oh Mann. Ich hab's gestern nochmal erwähnt. Immer wenn ich draußen bin am Arbeiten oder zähme, Ed pisst immer und es ist dunkel. Oder beides. Alter, der Vogel ist, also wenn der vom Level her noch prima wäre, der ist rot auf dem Rücken, hat schwarze Flügel und eine lila Schnauze. Ich meine nicht, dass das dann noch was machen würde, wenn ich die jetzt alle blau streiche. Aber es ist schon cool. Wenn ich alle blau streichen. Schon von Weitem sieht, dass es meine sind. Oder pink. Ich glaube, ich habe auch viel pink hergestellt. Ja, das ist gut. Pinke Saurier sind immer die besten. Ja. Hab ich gehört. Ich habe so ein anderes Video gekürzt, da haben die so einen großen Vogel gefangen. Hm? Den ganz großen, ne? Ja. Oh, der Typ, all sind seine Tiere waren in diesem Knall, dem unnatürlichen Blau. Oh, das hat mir dann nach einer Weile wehgetan. Und wie sie ihn eigentlich gezähmt haben, wie viel sie gebraucht haben, haben sie gar nicht gezeigt, das haben sie übersprungen. Mann, war ich satt. Da habe ich die ganze Zeit hingeguckt und das Wichtige, das war nicht zu sehen. Außer eine wichtige Sache, du darfst dann nicht so hoch fliegen, dass du an oberen Kartenrand kommst. Warum? Weil dann fällst du durch den Boden. Okay. Dann fällst du runter und raus und bist weg. Und kommst nicht mehr wieder. Nee, der ist der neu gespawnt, der andere Affe. Oh. Wollte nicht gestern irgendjemand einen Affen zähmen? So einen kleinen? Ich hab das irgendwie. Ja, das geht genauso mit dem Hinhalten. Ach klar. Komm in deine Nähe, gib dir Essen. Das macht das keiner, das ist uns mal zu anstrengend. So, Paprika und Pfeffer. Bitte. Paprika, das ist gut als Paprika. Wie so ein mexikanischer Staat oder sowas. Costa Rica. Paprika. Ist das, schreibt mir bestimmt einer drunter. Costa Rica ist aber nicht in Mexiko. Nein. Wir wissen alle, dass es in Belgien ist. Das ist die Hauptstadt von Belgien. Also es ist immer cool, wenn ich von Belgien, also Costa Rica, über die Grenze fahre nach Transsilvanien, um dort? Ich will das nicht alles sagen, sind wieder noch bekloppt. Doch, sag das mal. Nee. Was machst du dort? Bananen kaufen. Bananen? Ja, in Belgien bekanntlich beheimatet sind. Wurden die erfunden? Nein, in Transsilvanien. Da bin ich mir jetzt nicht sicher. Na Logo. Ich glaube, erfunden wurden die in Belgien. Aber bei der Entwicklung der Antibabypille sind die nebenbei aufgetaucht. Ach ja. Was die Leute heutzutage nicht alles wissen. Ja. Das ist... RTL, Digga. Immer RTL gucken, das macht schlau. Wenn wir gerade reden, das könnte dort im Mittagsmagazin kommen. Ich habe kein RTL. Ich habe kein deutsches Fernsehen mehr. Schon lange nicht mehr. Also, ich habe noch ein paar deutsche Kanäle, wie ARD, ZDF oder so, aber die gucke ich auch nicht. Ich gucke alle meine italienischen Pornofilme. Ja, na, ich auch über das Internet, aber... Ich? Der macht also ich muss sagen, die haben immer in den italienischen Pornos haben sie immer richtig schöne Frauen. Das sind Frauen, ne? Mit großen Titten, dicke Ärsche. Aber das sind wirkliche Frauen. Das Let's Play wird nicht ab 18, das wird ab 735. Fallen mir echt gut. Oder du musst Mach doch. Ich mach das genau.
Ja, hallo, willkommen zum Let's Piep, 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 T-Rex, piep, 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 Spooky, piep, Let's Play Italoporn. Aufzuregen. Vögel eigentlich mit angegriffen haben, würde mich mal interessieren. So macht mir Sam Spaß. Oder was? Steine sammeln Spaß. Oder andersrum. Oder beides. Oder wie ihr das wollt. Weil du kannst, du läufst ja sowieso hier am Strand rum, um den Schildkröten im Rachen zu gucken. Und dann kannst du ja währenddessen noch ein bisschen Steine sammeln. Deshalb nehme ich zum Zähmen auch immer das Boot mit, weil da hast du immer was zu tun, ne? Aber die schönen Haie sind weg hier unten aus der Bucht. Ehrlich? Oh, nee. Das ist ein Ochse. Bücher haben wir jetzt hier. Aber die kommen bestimmt wieder. Also gehen auch gleich auf mich los übrigens, die Fische, die wollen von mir essen. Ich bin irgendwie ein bisschen froh, dass ich nachher die Frau reiten kann. Und nicht den Mann. Das, naja, vielleicht ist Versa. Naja. Lass ich jetzt auch mal sein. Wir fachsimpeln. Mein erstes. Ja. Wir fachsimpeln lieber über andere Sachen. Mein erstes Tier ist gestorben, der Dildo, Dodo. 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 Olaf, ne? Olaf, der Dodo. Der hat bestimmt, wo der mitgekriegt hat, es geht los, kleine im Dinosaurier ans Bein gezwickt. Ich hab ja. Konto. Mein erstes Saurier, den ich gezähmt habe, war. Ich glaube, das war gar kein Dodo, oder? Ich weiß es nicht mehr. Oh. Wenn das jemand weiß, soll es mir in die Kommentare schreiben von mir aus. War das ein Dodo oder war das der Triceratops? Markus, du warst doch dabei, glaube ich, oder? Nein. Nicht? Oh, Mann. Ich glaube, der Triceratops war das, oder? Ach, ist das Alter, das Alter. Jedes graue Haar, was ich bekomme, ist eine Gehirnzelle weniger. Und da habe ich dann einmal für das Let's Play oder Let's Zähmen habe ich dann einmal den Mr. Dodo gemacht. Das 5-Minuten-Video. Oh mein Gott, fehlt hier Salz. Naja, Pellkartoffeln halt, ne? Aber wie du es gerade eben gesagt hast, dass du das Video geguckt hast und dann kam der Punkt, wo das interessant eigentlich werden sollte und dann haben sie es geschnitten und dann ja. Den Übersprung gemacht. Das machen viele. Die machen dann auch, ich finde das ein bisschen doof. Ich weiß nicht, ob das von YouTube irgendwie auch irgendwann mal kontrolliert wird. Da schreiben sie in den Kommentaren drüber, Zähmen von T-Rex oder sowas. Da guckst du das an, guckst 30 Minuten Film, Video. Aber gezähmt wird da nix. Vielleicht sind das die Vorbereitungen. 16 Videos vorher oder so. Ja, aber die. Also, mal ganz ernsthaft, die cheaten sich doch dann alles ins Menü. Dann geht's irgendwann los. Ich weiß nicht, ob das echter Sinn ist. Ja, kommt drauf an, wenn du da so spielen möchtest und dein Server eigenen Server hast. Na klar, will ich spielen, aber doch nicht. Ja, sicher. Was für ein Spaß macht das denn, wenn ich so ein Alpha zähme? Mit. Mir kann nichts passieren. Ich habe 100 Leben, 100 Millionen und. Was. Es ist für mich sehr befremdlich. Also für alle, die sich jetzt fragen, was wir für eine Server-Einstellung haben: Die Server-Einstellung ist die Standardeinstellung, die offiziellen Server haben. Also. Schwer, würde ich eher sagen. Ich finde, das ist schwer. Wir quälen das echt hier ab. Manche Leute denken sich bestimmt, warum läuft der Dex jetzt seit 15 Folgen am Strand herum und klaubt Steine vom Boden? Weil er kann nichts anderes. Es macht ihm so viel Spaß. Das stimmt. Er weiß ja auch gar nicht, was sonst noch so geht in dem Spiel. Oh nein, jetzt falle ich schon wieder runter, wenn ich hier absteige. Das mache ich nicht. Nein, das mache ich nicht. Nein. Ey, der Vogel geht nicht rückwärts. So ein Vogel. Also der Level 5er ist schon bei 70% ungefähr. Und der Level 12er ist bei 45%. Und den habe ich auch ein bisschen später.
Der kann ja nichts dafür. Ist jetzt nicht, dass er nicht will. Er kann gibt sich ja Mühe. Er gibt sich ja Mühe. Als Alter. Und gleich werde ich noch mal ein paar Mauern setzen. Muss jetzt noch losgehen. Ich muss noch einen Sack Streusalz holen. Oh, das Ding ist hier in gelandet. Hoffentlich sind da Baumaterialien drin. Oder Stoffkleidungen. Bitte, bitte. Oh, da wäre wieder leck. Stoffkleidung wäre super. Musste unbedingt dann zur Metallinsel bringen. Komm mal rein, Conny. Ja, es ist Material drin. Und 50 Heiz. Ich sag ja, die Weißen sind top, ey. Also ich finde 50 Heiz mache ich zwar mit meinem Flieger mit zwei Schildkröten, aber warum nicht, wenn ich es geschenkt bekomme? Und es ist direkt neben meiner Base. Ist dir mal aufgefallen, wie viel wir von der Karte bisher gesehen haben und wie viele Stunden wir schon gespielt haben? Also die Spielzeit ist bei mir jetzt 10 Stunden? 12? Weiß ich gar nicht, habe ich gar nicht geguckt. Aber ich meine, das letzte Mal waren es, als ich geguckt habe, 7 Stunden. Aber es können ja jetzt keine 7 Stunden, ich denke mal 10 oder 12 sind es. Sind ja auch noch klein, Mann. Ja, aber es ist heftig. Wir spielen auf einer Inselkarte. Ah, und? Ja, guck mal auf die Karte. Geh auf deine Karte und guck mal, was du schon gesehen hast. Nix. Alles. Überhaupt voll blickig. Alles schon gesehen. Alles. Und das ist sechsmal. Alles. Frag mich was. Was steht unten links bei? Abka. Muss kurz weg. Ja, Mensch, langsam. Ich möchte ja gerne Set seine Karte mal sehen. Der sieht ja wirklich viel. Aber der kommt dann noch immer ohne Vogel zurück. Wir müssen zwischenlanden. Klar, ja, wir waren zwei Stunden. Alter, da waren 300 Tonnen Metall drauf. Da schmeißt das Metall runter, fliegt dort weg. Das Metall, das Metall. Dann kommt er ohne Vogel zurück und ohne Ausrüstung und durch gespawnt eben. Muss ich jetzt auch nicht machen unbedingt. Ach ja, das war ein Abend. Der arme Grave, der hat sich echt voll Möhre aufgeregt, dass sein Saurier gestorben ist, weil er hat das noch gesagt, bestimmt 5 Minuten vorher. Ich bin so stolz auf meinen Raptor, den habe ich so toll angestrichen und dann plötzlich wird es dunkel und dann geht der Grave raus und kommt nicht mehr wieder. Und dann meint er, oh, ich sterbe glaube ich gleich. Wieso? Ich bin im Wasser, ich sehe nichts. War voll dunkel und dann bin ich dann losgeflogen, direkt raus auf meinen Zero und bin losgeflogen. Bin links lang geflogen, er war rechts. Ich wusste ja nicht, wo er war. Er wusste es ja selber nicht. Und dann ist er gestorben. Mhm. Und besser sein Raptor. Der gerade noch schön erwähnte, gelobte. Ja. Grave, wenn du das hören solltest. Pech gehabt. Ich bin so ein Arschloch. Aber er gibt es wenigstens zu, dass er eins ist. Und direkt danach ist dann der Flieger von Wixi gestorben und noch irgendeiner, noch ein Tier. Ach ja, erst der Steinschläger mit Wixi, also beim Wixi oben. Und dann der Flugsaurier vom Wixi und den fand ich eigentlich von der Farbe super cool. Oh ja. Mein Farbwahnsinn ist jetzt erstmal erledigt. Markus ist unterwegs zum Pflanzensäubern. Nö. Bring ihn nach Hause. Oh, hier sind ein Brontosaurus gerade unterwegs. Ja, ich habe noch nicht mal einmal Stacheln gelegt, irgendwie, dass man die Dinos, wenn sie mal kommen sollten, mal ein bisschen aufhalten könnte. Nix. Einfach so Holzhütte mitten im Wald.
Ich bin schon eine harte Kante. Ich will die nicht noch aufhalten, ich will, dass die da drin verrecken, aber das ist ja, glaube ich, nicht so. Ja, meistens verrecken ja unsere das. Steine sammeln, Steine sammeln, Steine, Steine sammeln. La 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 la. La 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 la. Auch gerade gekackt hier. Wo ist denn das hin? Ah. Was kann der Brontosaurus eigentlich? So besonderes? Basisfragen. Okay, aber was noch? Vom Sammelstil her? Also kann er vielleicht irgendwie mit seinem Schwanz noch mehr? Auch vielleicht Bäume mitnehmen? Ich denke mal, dass der eine Schneise macht, wo er lang geht. Was ist denn eigentlich, was braucht man für ein Level für den? Also für seinen Sattel? Keine Ahnung. Weil der Spino ist ja Level 60 Sattel. Und der Kano ist Level 50 übrigens. Wer ist eigentlich Level 50 hier von uns? Ich. Gulefort. Der ist schon über 50? Boah, heftig. Ich auch. Du bist auch schon über 50? Nee, gerade so 50. Was Level bin ich denn eigentlich? 36. Die liegen da rum, die armen Schildkröten. Der immer Mann noch. Der Mann ist so. Ja, ich mach das ja ohne Kibbel. Ja. Aber trotzdem heftig. Ja, laut Wiki waren das, glaube ich, 40 Minuten oder 45 Minuten oder sowas ohne Kibbel. Und mit Kibbel 13, 15 Minuten. Also hier mit meiner roten Schildkröte, das dauert noch. Das dauert noch mal das Doppelte. Ich bin ja noch gerade bei der Hälfte angekommen. Mist, hä. Oh, es regnet wieder. Das Spiel hasst mich. Gefällt mir, dass wir jetzt hier Delfine im Teich haben. Ich bin lange, wie ich mich gleich auf den Hai setze. Wollte gerade sagen. Oh, willst du wirklich kaputt machen? Hat. Dann ist Schluss. Für den Hai. Ich werde mir gleich der noch... Lasse doch, der Bett will die ja mal zähmen, aber der ist ja da weg. Naja, wenn der Hai essen muss, dann muss er eben essen, aber weiß nicht. Und die kommen dann, denke ich, mal wieder, hoffe ich mal, oder? Wenn einmal ein der Fisch... Der muss nicht essen, der ist so lange dort, bis du aufsteigst und dann fängt er an, irgendwas zu essen. Vorher nicht. Ich crafte mal ein paar Mauern weiter. Jetzt habe ich eigentlich wieder recht viele Steinchen. Das ist immer gut. Jetzt habe ich auch wieder viel. Habt ihr eigentlich schon mal Punkte in Crafting-Geschwindigkeit reingesetzt? Nein, brauchst du auch nicht. Brauche ich nicht, weil es einfach uninteressant ist. Die Geschwindigkeit ist nur, wenn du gerade im Kampf bist und so. Ach so. Puh.
Ja, yeah, Level up. Hat sich ja gelohnt, gerade eben Holz und Tetsch zu sammeln, weil Steine hatte ich jetzt hier gerade unterwegs gemütlich sammeln können. Jump hier. Ja.